Willkommen zurück in der Drogenwelt, Drogenwelt, Drogenwelt. Willkommen zurück in der Drogenwelt, die mir gut gefällt. Hey! Damit herzlich willkommen bei zurück bei Let's Play Cameo. Ich zünd mir gerade mal ein bisschen Kraut ein und dann kann es gleich weitergehen. Ja, komm, hier nochmal schön inhalieren. So, meine Gedanken zum Level-Design. Und nächster Versuch. Da steht doch dran hier. Entwurzler, rechter Abzug. Nur der entwurzelt nichts. Was soll denn der Scheiß? Das kann doch nicht wahr sein. Schade. Und was ist das da? Ist doch bestimmt der Anführer. Der ist so der korpulenteste. Es wird bald dunkel. Oh, ist eine Frau. Wie kannst du es wagen? Ja, sorry. Ohne Erlaubnis in fremde Häuser gehen und tun, was man will, das kann ich nicht gutheißen. Okay, in das Haus komme ich nicht rein, der Weg ist versperrt. Er ist so sag doch gleich, du kommst hier nicht rein. Oh yeah, you shall not pass, oder wie das heißt, pass? Pass my allerwertesten. Ja, heute auch mal ein bisschen mit Drogenkommentar. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin? Die Trolle haben meine wertvollen Perlen gestohlen. Ich biete eine Belohnung für die Person, die sie zu den drei Seesternträgern zurückbringt. Aber es scheint niemanden zu interessieren. Mich interessiert's. Also das willst du machen? Siehst du nicht, dass ich außer mir bin? Die Perlen. Bin mal gespannt. Achso, die haben ja hier schon eine Vertiefung. Also, nur um das klarzustellen. Drogenkommentar, ja, aber nicht durch Drogen initiiert. Nein, nein. Schade eigentlich. Gott. Gesucht. Informationen zur Ergreifung des dreckigen Hundes von einem Dieb, der meine preisgekrönten Perlen gestohlen hat. Wenn Sie irgendwelche Hinweise haben, setzen Sie sich sofort mit Shona in Verbindung. Schiebein Shona? Mit vorne? Halt, also Schiebein mit vorne. Du darfst nie ohne einen erfahrenen Krieger in die Nähe des Wassertempels gehen. Entschuldige, aber wir müssen für die Sicherheit der Leute sorgen. Kein Thema. Halt, du darfst... Ich habe einige erfahrene Krieger, by the way. Das wird Ärger geben. Was haben wir hierfür? In der Gegend gibt es bösartige Geister, die von Felsen Besitz ergreifen und durch die Gegend springen. Sie wollen eigentlich keinen Schaden anrichten, aber passt trotzdem auf ihre Spitzen auf. Andere Kameraperspektive, please. Danke. Was haben wir hier rumliegen? Das sieht doch... Ist das vielleicht wieder was hier für ihn? Ah, Tatsache. Diesmal blaue Käfer, wunderbar. Oh, schön. Ja, das kann nur Cameo aufnehmen, aber egal. Habt ihr eigentlich wieder so ein paar Pflanzen hier zum Würgen gesehen? Ich hab's. Ich habe bisher wieder nichts gesehen, aber das ist ja nichts Neues. Irgendwie, wenn man hier das Spiel so let's play, ist es natürlich eine ganz andere Sache, als man hier. Als wenn man es nur für sich spielt. Offensichtlich. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn sie das so eingebaut hätten, dass er sich quasi mit dem eigenen Stein zerquetscht hätte. Das hätte ich jetzt echt gefeiert, aber naja. Da muss er halt mal selber noch draufhauen. Kunden müssen zuerst die neue Ausgabe des Fruchtsoga-Magazins im Geschäft erwerben. Wenn du ein paar Runen zu viel hast, bring sie hierher. So funktioniert das Geschäft. Wir verstehen uns, oder? Man kann nie zu viele Runen haben. Da bin ich jetzt mal gespannt, was auf dem anderen Ding steht. Elementarfrucht, aber haben wir es momentan nicht unbedingt Bedarf dran. Dann ja das Lebenselixier. Wenn ich noch 8 Dinger finde, bevor es weitergeht, dann... Ah. Ach so. Okay. Früchtesucher Newsletter, Ausgabe 3.
Erste wahrscheinlich im Schloss, zweite ja bei den Dingsbumseanern, Pflanzianern meine ich. Willkommen in den sonnigen Bergfällen zu einer weiteren Ausgabe des Früchtesuchers. Ich finde es schade, dass man nicht zwischendurch schon runterscrollen kann. Nummer 1. Wenn Kampfkraut in der Nähe des Geschäfts in den Bergfällen ausflüchtet, springt fast dabei heraus. Ach so, das sind so ganz dezente Tipps. Nummer 2. Unter dem Schrein des Lichts verbirgt sich ein riesiger Schatz. Nicht nur Früchte sind unter den Kostbarkeiten. Mhm. Nummer 3. Auf jeder Wüsteninsel scheint es eine Palme zu geben. Sag mal, was hängt denn da zwischen den Ästen? Mhm. Nummer 4. Die Frau des Perlenfischers hat uns verjagt, als wir die Bäume in der Nähe ihrer Hütte erkunden wollten. Sie ist gruselig. Nummer 5. Wir sind richtig sauer, dass wir nicht das Essen in der Hummerhöhle gefunden haben. Aber wir sind nur sicher, ihr findet es im Handumdrehen. Nummer 6 und 7. Vielleicht haben wir uns getäuscht, aber war da nicht etwas in den Wassertrollen, die Schatzhöhle bewachen? Da müssen wir wissen, wie man die erledigen kann. Nummer 8. Aber warte mal. Okay. Dem berühmten Sänger Mitsu sagt man nach, er gehe nirgendwo hin ohne sein Gepäck und seine glückbringenden Früchte. Eine weitere aufregende Ausgabe des Früchtesuchers neigt sich dem Ende entgegen. Und wir danken euch allen für eure Aufmerksamkeit. Wieso stöbert ihr nicht ein wenig in unseren anderen Ausgaben? Ja. Blödheit vielleicht? Übersehen, nicht gekauft, was weiß ich. Und nebenbei schon alles wieder vergessen. Ich weiß auch gerade nicht, ob es unbedingt notwendig oder sinnvoll überhaupt ist, jetzt hinter jedem Kram daher zu suchen. Ich meine, klar, es sind natürlich alles Früchte, aber brauchen wir die alle? Bisher sieht es noch nicht danach aus. Also wir kommen ja ganz gut klar mit dem, was wir haben. Müsst ihr mal sagen, ob ihr sehen wollt, wie ich da hinter den Dingern herjage oder ob ich das erstmal lassen soll. Aber ich glaube, die alle zu suchen, das kann ein bisschen sich hinziehen. Vor allem müsst ihr wahrscheinlich die ganze Zeit den immer zwischen dem Dingrich und den einzelnen Früchten hin und her laufen. Das sind schon wieder schlafende Wachen und all so ein Kram. Ich weiß auch nicht, welche Palmen er meinte. Oh. I see something. But I don't know how to reach it. Komm schon. Die Perspektive hier ist auch sehr angenehm für sowas. Tja. Kein Plan. Komm. Keine Ahnung, wie man das macht. Ob das hier vielleicht die falsche Figur ist, aber sonst nur mit Fernkampf. Guter Junge. Mit Feuer bin ich ein bisschen vorsichtig, aber sonst. Wo war das nochmal hier? Da oben. Komm. Okay, er schießt auch nicht so hoch. Am Ende zünden wir nachher noch ein Haus an oder so. Da gehen wir mal weiter. Also wir müssen irgendwann noch mal weiterkommen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon wieder am Rumgurken bin. Ja. Gehen wir mal noch hier die Ecke erkunden, dann mal nach oben. Ich denke mal, dass es nach oben ist, oder ist es... Ah ja, es ist nach oben und dann zu diesem grünen Punkt da auf der Karte. Vielleicht hat hier noch irgendeiner was Interessantes zu sagen. Da vorne ist noch ein Haus. Sehr freundlich. Das Ding hier. Da kommen wir wieder raus hier. Ich will nicht die ganze Zeit planschen. Das sieht aus, als ob wir da diesen General Schaden für bräuchten. Ihr wisst ja, dem, mit dem ich immer so hundertprozentig hochpräzise durch die Level mich manövriert habe.
Ägeas Hütte? Ja, komm. Übliche Vorgehensweise. Oh, hier ist eine Notiz. Schatz, ich gehe mal hoch zu den alten Minen. Ich habe absolut keine Ahnung, wann ich zurück bin. Aber mach dir keine Sorgen. XXX Ägea. Kein Plan, was meine Frau ist. Ja, hier haben wir auch mal so eine hübsche Kiste, die wir nicht verwenden können. Amy nicht ganz sicher. Ich könnte jetzt natürlich mal nachgucken, ob wir hier irgendeine Exklusivfähigkeit haben. Inferno. Brandmine. Aber Brandmine ist auch nicht unbedingt. Ja, Feuer ist es auf alle Fälle, aber es ist nicht unbedingt, würde ich jetzt mal sagen. Dass es unbedingt irgendwas ist hier, was man unbedingt sagen muss. Explosiv meine ich. Ja gut, da will ich mal. Ja, ab nach oben würde ich sagen, genau. Dieses würde ich sagen, geht mir gerade auch auf ein bisschen auf den Nerven, würde ich sagen. Also würde ich mal sagen, dass ich mir das mit dem würde ich mal sagen, mal abgewöhnen sollte. Würde ich mal davon ausgehen, dass ich das sagen würde. Würde ich was sagen. Da vorne in die Hütte kommen wir auch nicht rein. Der Eingang ist versperrt. Und das mit Sicherheit mit Absicht. Also ab nach oben. Und da geht's wieder nach unten. Ach so, und hier vom Schattentroll. Ja, perfekt. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Die formieren sich zu einem. Okay. Erweiterte Technik. Felskreaturen wie diese können mit einer Explosion zerschlagen werden. Verwende die Donnerwurzelpflanze, um die Felsen, die du brauchst, herauszubrechen. Was? Aha. Vielleicht kann ihr uns jetzt auch mal sagen, wie wir diese Pflanze dann, entwurzeln können. Solange die Rocktiegeister nicht verscheucht und die Felsen hierher zurückgebracht sind, wird wohl keiner von uns in die Höhle kommen. Also die Flugsteuerung ist extrem gewöhnungsbedürftig. Allerdings, leider ist man so auch ein bisschen schneller, von daher nehme ich das mal in Kauf, dass ich wahrscheinlich hier irgendwo abschmieren werde und mir alle Knochen mache, wenn ich vor irgendwelche Wände fliege. Oh. Oder sowas. Ja, kannst du das nicht im Flug mitnehmen? Nur on the fly? Ich habe einige Informationen für dich. Du findest sie im Omnicron. Jo. Ja, wieder Lebensbalken aufgefüllt. Wunderbar. Beziehungsweise verlängert sogar. Gut, dass die Flaschen schrumpfen. Also ich glaube, die ganze Portion, das würde zu Blasendrücken führen. Das ist der Schrein des Lichtes. Unser berühmtes Denkmal. Man kann oder man konnte ihn schon aus großer Entfernung sehen. Doch nun, die Fackeln. Ach, es ist alles so traurig. Oh, sind die Fackeln ausgegangen? Die sehen eigentlich eher gefährlich aus. Kann ich jetzt hier was? Oh. Tada. So wie es aussieht, die Flammen gehen auf die Decke. Die Wände zur Decke. Die Frage ist, wie kommt man da oben hin? Laufen die denn hier so auf dem Boden weiter? Tatsache. Ist da vorne noch und wahrscheinlich noch zwei, drei andere. Genau habe ich schon gesehen. Langsam solltest du auf meinen Rat hören. Sprich mit mir über das Omnicron. Okay, das hat nicht so geklappt wie erwartet. Dann müsst ihr vielleicht mal ein bisschen hier um die Ecke denken. Also ich mache das Omnicron jetzt eigentlich nicht wegen irgendwelchen Dingern auf, hier wegen irgendwelchen Content-Treffern, sondern um es nochmal klar zu sagen, es nervt mich einfach. Und ich brauche das Ding einfach irgendwie gerade nicht. Also ich weiß ja schon,
wenigstens halbwegs, was ich zu tun habe. Wenn auch nicht hundertprozentig. Ja, hier kommen wir auch gar nicht raus in der Form. Das ist sehr gut gemacht. Dann ist es für den letzten scheinbar doch noch irgendwie anders da hoch, oder wie? Ach, hier draußen hat es auch noch welche. Und ich wechsle natürlich erstmal alle Figuren falsch durch. Auch bei mir. Also drei braucht es noch, aber wie sieht das aus? Ah, ich wollte gerade sagen, aber reinkommt man mit der Gestalt. Ah, scheinbar auch nicht. Warte mal, war es ein anderer Eingang? Also einer? Ah ne, zwei fehlen noch. Zwei. Wir wollen uns mal nicht zu früh freuen. Es sind noch zwei, die fehlen. Dann kommen wieder Flugmodus und das Beste hoffen. Ach so. Ah. Okay, damit kann ich arbeiten. Wenn er jetzt mal so wechseln würde und... Ich weiß noch nicht, was es bringen soll, aber immerhin, es sieht nicht schlecht aus. Vielleicht passiert jetzt auch mal was Besonderes noch, wenn alle angegangen sind. Wir werden es jetzt erfahren. Ich könnte eigentlich mal einen Cut machen an der Stelle. Ah! Das ist alles, was ich neben meiner unerschöpflichen Dankbarkeit anbieten kann. Tausend Dank! Oh ja. Yeah. Also jetzt mal, die Türen sind doch eigentlich groß genug dafür. Also entweder macht er kleinere Türen rein oder er richtet das so ein, dass man da durchgehen kann mit dieser Form. Ja, zumindest die beste Variante eigentlich. Oh, und ich will mal sagen, das Problem mit dieser Brücke, die sich selbstständig gemacht hat, verdammte Freiberufler, das erledigen wir bei der nächsten Folge. Das habt ihr euch mit Sicherheit gerade schon gedacht, weil das Video ist jetzt auch zu Ende und bla. Auf alle Fälle, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.